Ja, ich habe heute das Vergnügen, Patrick Breyer, Fraktionsleiter der Piraten im Landtag Schleswig-Holstein, zu Nee, interviewen. ich bin einfacher Abgeordneter. Du bist inzwischen nur noch Wir haben einfacher neu Abgeordneter. gewählt. Ihr habt neu gewählt. Wer ist inzwischen Genau, Fraktionsleiter? Torge. Torge. Okay, Entschuldigung. Aber du hast Rechtswissenschaft studiert und bist deswegen qualifiziert, heute im Interview uns Auskunft zu geben über den Ich NSA-Überwachungsskandal. hoffe doch. Da möchte ich dich über die rechtlichen Hintergründe befragen. Also ich selbst bin ja regelrecht paralysiert über das, was passiert ist, angesichts des Skandals und der immer neuen Sachen, die herausgefunden werden und auch wie unsere Bundesregierung darauf reagiert. Du bist ja ein langjähriger Datenschützer im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, bist du ja aktiv, und hast auch schon lange vor den Gefahren des Überwachungsstaates gewarnt. Hat es dich denn überrascht, was da jetzt ans Tageslicht gekommen ist bei dem NSA-Überwachungsskandal? Also was ich wusste, war, dass in den USA mit den sogenannten National Security Letters Informationen von Unternehmen geholt werden können, ohne richterlichen Beschluss und ohne dass man jemals etwas davon erfährt. Dass davon auch verbreitet Gebrauch gemacht wird von dem Patriot Act, das war mir bekannt. Was ich nicht wusste, war allerdings, dass hier offensichtlich bestimmte US-Unternehmen wie Yahoo oder Microsoft oder Facebook eine Kopie von Inhalten auf einen Server ablegen, wo dann die NSA Zugriff drauf hat. Also dass man quasi einen gewissen Online-Zugriff hat auf Datenbestände. Das hatte ich mir nicht ausgemalt. Und genauso im Bereich der Überwachung wusste ich schon oder wussten wir ja aus früheren Berichten, dass es in den USA da Abzweige gibt und der Verkehr gescannt und eingelesen wird. Aber was für mich neu war, war, dass das weltweit gemacht wird. Es gibt ja diese eine Karte, wo die Datenquellen für das PRISM-Programm angezeigt werden, geografisch, also wo diese Datenquellen herkommen Wir auf der werden ganzen Welt. das verlinken unten im Genau, Video. ne? Und da sieht man, dass überall auf der Welt diese Daten gesammelt werden. Und das finde ich krass, sehe vor allem in Europa, europäische Staaten machen unter massivem Rechtsverstoß damit. Auch dass der britische Geheimdienst da hier Inhaltsdaten speichert tagelang und sämtliche Verkehrsdaten, die durch Großbritannien fließen, hätte ich nie gedacht, ist auch klar rechtswidrig in Europa, verstößt gegen die Menschenrechtskonvention. Und insofern war das auch für mich überraschend. Nun gibt es ja die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Macht der britische Geheimdienst nicht praktisch eine Vorratsdatenspeicherung, die vom EU-Parlament sowieso präferiert wird? Es ist definitiv eine Vorratsdatenspeicherung, weil quasi die sogenannten Metadaten, das heißt, mit wem habe ich kommuniziert, jetzt per E-Mail zum Beispiel, aber auch, wie ich gelesen habe, ja, welche Internetseiten ich aufrufe. Das ist zum Beispiel nicht Bestandteil der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Und ein weiterer Unterschied, wo das noch weitergeht, ist, dass direkt der Staat Vorrat speichert die Daten, dementsprechend auch direkt Zugriff drauf hat, dass die Briten das an die Amerikaner weitergeben und so weiter. Das ist ja nochmal was anderes als die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die sagt, bei den Unternehmen wird gesammelt und dann kann auf besondere Anordnungen zur Verfolgung schwerer Straftaten im Einzelfall darauf zugegriffen werden. Also das hat eine ganz andere Dimension nochmal, was hier gerade passiert. Aber du hast natürlich recht, das Prinzip ist das gleiche, was hinter dieser Überwachung steckt. Man will alles wissen, in der Hoffnung, dadurch irgendwie die Sicherheit erhöhen zu können. Und nach meiner Überzeugung ist das Gegenteil der Fall. Nun ist dein Heimatland Schleswig-Holstein ja direkt betroffen. Es gibt in Sylt ein Unterseekabel, das nach England führt und von dort weiter in die USA. Wir wissen, dass es einmal in England definitiv abgehört wird vom GCHQ, dem britischen Geheimdienst. Aber es gibt auch den Verdacht, dass es direkt auf Sylt abgehört wird. Und dein Parteikollege Wolfgang Duda hat Strafanzeige erstattet, weil Verdacht besteht, dass dort die Privatsphäre der Menschen missachtet wird. Kannst du uns da die Hintergründe erläutern? Also es ist so, dass dieses Unterseekabel, was quasi der Internetkommunikation dient, betrieben wird von einem Konsortium von mehreren Gesellschaften. Und die haben mit dem technischen Betrieb wiederum ein Unternehmen beauftragt, was international tätig ist. Und die Befürchtung ist einfach, dass dieses Unternehmen, und das bestreiten sie auch nicht wirklich, eben Auskunftsersuchen nachkommt aus Großbritannien oder aus den USA. Das heißt, auch den dortigen gesetzlichen Verpflichtungen. Also wenn die Sicherheitsbehörden der USA meinen, sie hätten ein Recht darauf,
Und in den USA ist es leider so, da kann der Präsident einfach irgendwas anordnen, ohne gesetzliche Grundlage, ohne Debatte im Parlament, ohne Transparenz, völlige Geheimhaltung dieser Anordnung. Immer wenn es die nationale Sicherheit betrifft, ist der Präsident alleine zuständig in den USA. Das wäre bei uns völlig undenkbar, Grundrechtseingriffe ohne Entscheidung des Parlaments und ohne Transparenz zu gestatten. Und infolgedessen ist halt zu befürchten, dass die Unternehmen, die bei uns diese Knotenpunkte und Kabel betreiben, Anfragen auch bedienen. An welcher Stelle die jetzt die Daten abschöpfen, ob in Deutschland oder in den USA, weiß ich nicht. Ist vom Ergebnis her vielleicht auch kein Unterschied, ob ich jetzt bei dem Punkt, wo es in Deutschland rausgeht oder bei dem Punkt, wo es in den USA ankommt, abzapfe, ist ja derselbe Inhalt drin. Naja, wenn sie es in Deutschland machen, betrifft es deutsches und europäisches. Genau, wenn sie es in Deutschland machen, wäre es illegal und ein Rechtsverstoß. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es hier jetzt abgezapft wird, habe ich nicht. Eher ist bekannt, dass die USA vor ihrer Küste entsprechende Kabel anzapfen und so weiter. Und das würde dann eben deutschem Recht, sag ich mal, territorial nicht mehr unterliegen. Die andere Frage ist halt, ob der Anbieter, der hier in Deutschland arbeitet, an deutsches Recht gebunden ist. Und da haben wir das Problem, dass zwei unterschiedliche Rechtsordnungen kollidieren. Das heißt, die amerikanische Rechtsordnung verlangt von dem Anbieter, es rauszugeben, und das deutsche europäische Datenschutzrecht verbietet das. Das heißt, die Anbieter, die international tätig sind, müssen immer gegen eine von beiden Rechtsordnungen verstoßen. Und das liegt daran, weil es kein internationales Datenschutzabkommen gibt, was für beide Seiten verbindlich regelt, was zulässig ist und was nicht. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eben keinen internationalen Anbieter in Anspruch zu nehmen. Aber gerade wenn es um Verbindungen zwischen zwei Ländern geht, können wir letztlich nicht verhindern, dass die USA, wenn das bei ihnen ist, die Informationen mit denen machen, was sie wollen. Was wir machen können, ist das nicht mehr nutzen, diese entsprechenden Anbieter. Wir können auch den, und das müssen wir auch aus meiner Sicht, die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste miteinander stoppen. Weil Informationen, die wir an die USA geben, immer die Gefahr mit sich ziehen, dass sie zur illegalen Überwachung oder sogar zur Verhaftung von Personen, zum Beispiel an der Grenze, zu Verhören führen, dass sie sogar teilweise zu gezielten Tötungen ja genutzt werden. Das sind ja alles Praktiken, was die USA anwenden. Deswegen wäre aus meiner Sicht angebracht, hier die Zusammenarbeit mit den USA, der Sicherheitsbehörden einzustellen, weil die sich nicht an Menschenrechte halten und massiv dagegen verstoßen. Mit Ausnahme vielleicht von Notstandsfällen, wenn wirklich ein unmittelbar bevorstehender Anschlag oder sowas besteht. Aber generell halte ich die Zusammenarbeit Deutschlands mit den USA für menschenrechtswidrig und habe deswegen auch beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen die Cybercrime-Konvention eingereicht. Diese Konvention besagt, dass 52 Staaten weltweit, unter anderem die USA und Deutschland, zusammenarbeiten bei dem Vorgehen gegen Computerkriminalität, aber auch bei Telekommunikationsüberwachung. Und meines Erachtens darf Deutschland mit den USA nicht zusammenarbeiten, weil es dort keinen Grundrechtsschutz gibt, in dem Sinne, wie wir ihn kennen, und auch keinen unabhängigen Datenschutz. Und das Bundesverfassungsgericht prüft seit einigen Jahren diese Beschwerde. Und ich erhoffe mir da ein Grundsatzurteil, dass der Zusammenarbeit mit Staaten, die gegen Menschenrechte verstoßen, ein Riegel vorgeschoben wird. Das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, keine Spionagesoftware mehr an Ägypten, keine Panzer mehr nach Saudi-Arabien. Dann könnten wir ja eigentlich den Handel mit allen Ländern einstellen, außer vielleicht mit Island. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir als Staat bewusst mithelfen bei Menschenrechtsverletzungen, wenn wir wissen, dass dort eine systematische Praxis von Menschenrechtsverletzungen existiert in einem Land, das ist insbesondere für Abschiebungen schon entschieden worden, dann dürfen wir nicht zusammenarbeiten. Wir dürfen niemanden abschieben in einem Land, wo halt ein ernsthaftes Risiko, das ist das Abgrenzungskriterium, wo ein ernsthaftes Risiko einer Menschenrechtsverletzung besteht. Und aus meiner Sicht sind diese Grundsätze, die für Abschiebungen entwickelt worden sind, auch auf die Datenübermittlung anwendbar. Denn wenn ich eine Person vielleicht zwar nicht ausliefere an die USA, aber der USA Informationen gebe, die es ihnen ermöglichen, diese Person zu überwachen und vielleicht irgendwo festzunehmen, verhaften, führt es zum gleichen Ergebnis. Und deswegen darf Deutschland eine solche Zusammenarbeit nach meiner Überzeugung nicht vornehmen.
Bisher gibt es keine klaren Kriterien. Insbesondere wird ja diese Datenwäsche gemacht. Das heißt, wir bekommen irgendwelche Informationen von ausländischen Geheimdiensten und die sagen einfach nicht, wo die herkommen. Und dadurch kann sich natürlich Deutschland wohlfeil darauf berufen, ja, wir haben damit nichts zu tun, wo die herkommen, selbst wenn sie aus irgendwelchen Foltergefängnissen kommen. Also meines Erachtens kann das nicht angehen in Staaten, wo wirklich bekannt ist, dass sie systematisch gegen Menschenrechte verstoßen. Da muss man nämlich dann damit rechnen, dass Informationen aus solchen Quellen kommen. Letztendlich spielt unsere Bundesregierung ja immer die Unwissende. Sie wussten zum Beispiel nicht, dass Drohneneinsätze vom deutschen Boden ausgeflogen werden, Somalia und Afghanistan. Sie wissen nicht, wie viele Atomwaffen hier gelagert werden. Sie wissen nicht, was der BND macht. Sie wissen nicht, was die NSA macht. Insofern, Sie wissen nichts, dann sind Sie unschuldig. Wo doch im Strafrecht eigentlich gilt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Naja, im Strafrecht brauchst du schon auch einen Vorsatz oder zumindest Fahrlässigkeit, um schuldig zu sein einer Straftat. Aber bei der Bundesregierung ist es so, die antworten immer auf Anfragen, wir haben keine Anhaltspunkte für Rechtsverstöße. Ja? Und wenn man sich nicht drum kümmert, ist es natürlich kein Wunder, dass man keine Anhaltspunkte hat. Wir haben weder Anhaltspunkte dafür, ob die sich an unser Recht halten oder ob sie dagegen verstoßen. Und dann muss man dem natürlich nachgehen. Und insbesondere, wenn so was rauskommt, wie jetzt, diese massive, ungezügelte, wahnsinnige, muss ich schon fast sagen, Überwachungswahn, dann kann man eben nicht mehr darauf vertrauen, dass die sich schon an geltendes Recht halten werden. Und selbst wenn sie das sagen, wenn sie so pauschal sagen, wir halten uns an geltendes Recht, das hat überhaupt nichts zu sagen. Du weißt ja gar nicht, wie die das geltende Recht interpretieren. Du weißt nicht, ob sie ihr eigenes Recht meinen. Das tun sie nämlich meistens. Und das US-amerikanische Recht, das einzuhalten, sagt überhaupt nichts. In den USA gibt es nämlich keinerlei Datenschutz für... Wir sind hier in der Kieler Förde. So sieht man, ne? In den USA gibt es keinerlei Datenschutz für Nicht-US-Bürger. Das heißt... Es ist ja sogar noch schlimmer. Ein Nicht-Amerikaner kann sich nicht auf die amerikanische Verfassung berufen. Weswegen die ja dann in Guantanamo festgehalten werden. Mhm. Und irgendjemand meinte sogar mal, selbst die Eidechsen in Guantanamo hätten noch die Tierschutzrechte, aber die Menschen dort haben eigentlich überhaupt keine Rechte. Das ist ja ein Ding. Ja, also die US-Verfassung gilt territorial, hat leider das Verfassungsgericht entschieden. Das heißt, nur auf US-Territorium. Und außerhalb der USA müssen sich die USA nicht an ihre Verfassung halten. Und auch internationale Verfassungskataloge, wie zum Beispiel der Internationale Pakt für politische und bürgerliche Rechte, wird von den USA nicht umgesetzt im Inland. Das heißt, ist kein bindendes Recht. Die haben das zwar unterschrieben, aber mit dem Zusatz, das ist nicht verbindlich innerhalb der USA. Und du kannst auch nicht klagen gegen Verletzung. Sie sind nicht beigetreten dem Protokoll, wo man Beschwerden wegen Verletzung einreichen kann. Sie erkennen Urteile des Internationalen Gerichtshofs nicht mehr an. Zuletzt hat Deutschland die USA erfolgreich verklagt vor dem Internationalen Gerichtshof, weil die USA keinen Zugang gewährt hatten zu zwei deutschen Staatsbürgern, die zum Tode verurteilt werden sollten. Und das war eine Verletzung unserer diplomatischen Rechte. Und nachdem die USA immer wieder verurteilt worden sind wegen Menschenrechtsverletzungen vor dem Internationalen Gerichtshof mehrfach, sind sie auf einmal ganz ausgestiegen und sagen, wir erkennen die Urteile gar nicht mehr an. Also die USA bewegen sich außerhalb des allgemein anerkannten Völkerrechts und der Menschenrechte. Sie sind auch nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, wo es wirklich um Verbrechen wie Völkermord geht. Das erkennen die nicht an. Die wollen nicht, dass ihre Soldaten sich daran halten müssen. Und mit so einem Staat kann man aus meiner Sicht nicht systematisch zusammenarbeiten. Ja, nun wäre ja die Konsequenz, dass wir die diplomatischen Beziehungen zu den USA abbrechen, dass wir unsere Botschafter zurückrufen. Das ist ja illusorisch angesichts, sag ich mal, der transatlantischen Freundschaft, der Zusammenarbeit in der NATO, der Exporte, die wir in die USA machen. Wir würden ja sofort Strafzölle bekommen und so weiter. Müsste eine realistische Möglichkeit nicht sein, den Dialog zu suchen? Also natürlich macht es Sinn, mit den USA zu reden und zu versuchen, ein Abkommen zu schließen zum Schutz der internationalen Telekommunikation. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel, dass man sich darauf einigt, dass die Geheimdienste beider Staaten sich, also den jeweils anderen Staaten nicht anders behandeln dürfen als ihre eigenen Staatsbürger. Das heißt, dass unser Nachrichtendienst eben
die US-Bürger bei der Überwachung so behandeln würde, wie deutsche Staatsbürger, also ausnimmt, und dass umgekehrt auch die NSA deutsche Staatsbürger so gut schützt, zumindest wie amerikanische Staatsbürger, wobei es immer noch kein guter Schutz ist, aber es ist immerhin mal ein Fortschritt. Denn im Moment funktionieren die Nachrichtendienste nach dem Prinzip, die Auslandsgeheimdienste. Zu Hause dürfen sie nichts und außerhalb dürfen sie alles. Und hinterher arbeiten sie dann zusammen und legen ihre Daten zusammen. Und das ist ja völlig wirkungslos, dieses Prinzip, weil diese Ausnahme für die eigenen Staatsbürger einfach umgangen wird durch die internationale Zusammenarbeit. Und so kann es nicht funktionieren. Das ist auch kein partnerschaftliches Verhältnis. Abgesehen davon, dass ich sowieso für die Abschaffung der Geheimdienste plädiere, kann das so nicht gehen. Und so ein Gegenseitigkeitsabkommen könnte ein erster Schritt sein. Nur, um die USA dazu zu kriegen, braucht man Druck. Und der Druck kann aus meiner Sicht nur sein, die Datenlieferung einzustellen. Das heißt, wir müssen aussteigen aus Programmen wie Fluggastdatenübermittlung, hat sogar das Europäische Parlament gefordert. Wir müssen aus der Bankdatenübermittlung aussteigen, SWIFT-Datenübermittlung an die USA. Und wir müssen den systematischen Austausch von Informationen über Polizei oder Nachrichtendienste einstellen, weil das einfach menschenrechtswidrig ist. Und nur dann, und das halte ich durchaus für realistisch, das könnten wir machen, nur dann haben eben die USA auch den Druck, sowas zuzustimmen. Im Moment laufen ja Verhandlungen zwischen EU und USA über ein Datenabkommen, aber das ist eigentlich das Papier nicht wert, wo es drauf geschrieben ist. Da sind so schwammige Begriffe drin, wie die Datenerhebung muss verhältnismäßig sein, das ist völlig wertlos. Die USA weigern sich weiterhin, eine unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörde einzurichten. Man kann in den USA nicht gegen Verstöße, selbst gegen US-Gesetze, wenn es denn eins gibt, kann man gegen Verstöße nicht klagen, wenn es den Bereich der nationalen Sicherheit betrifft. Es hat mal ein deutscher Staatsbürger, der von den USA in einen Staat verbracht worden ist, wo er gefoltert worden ist, im Zuge des sogenannten Krieges gegen den Terror, hat versucht, die USA zu verklagen deswegen auf Schmerzensgeld, und alle Klagen sind bis hoch zum Verfassungsgericht abgewiesen worden mit der Begründung, das betrifft die nationale Sicherheit und dafür sind die Gerichte nicht zuständig. Wäre bei uns völlig undenkbar, dass es einen rechtsfreien Raum im Bereich der nationalen Sicherheit gibt. Und das führt eben zu Auswüchsen wie auf Guantanamo oder Abu Ghraib, wo wirklich Gräueltaten begangen werden. Nun ist das Internet ja im sogenannten arabischen Frühling der Motor gewesen, wo sich Leute über Netzwerke verabredet haben, Proteste organisiert haben und auch zahlreiche Regierungen im arabischen Raum gestürzt haben. Also da war das Internet sozusagen der Motor zur Veränderung. Zur Freiheit wage ich noch nicht zu sagen, weil die Entwicklung müssen wir noch weiter beobachten. Auf der anderen Seite wissen wir ja jetzt, dass Geheimdienste das Internet nutzen, um unkontrolliert unsere Daten abzugreifen und auszuwerten. Würdest du denn sagen, ist das Internet entweder ein Motor zur Völkerverständigung, ein Weg hin zur Freiheit, oder ist das Internet unser größter Albtraum? Denn selbst wovor Orwell in seinem Roman 1984 gewarnt hat, also das haben wir ja schon weit überschritten, diese Warnung, die wir dort lesen konnten. Mhm. Tja, es ist beides sozusagen, ne? Innerhalb der Möglichkeiten, die das Internet bietet, kannst du es für tolle Sachen, für wichtige Sachen nutzen. Nur der Rahmen, der technische Rahmen, ermöglicht es halt unbemerkt, alles zu beobachten und zu kontrollieren. Das war traditionell nie so. Bei zwischenmenschlicher Kommunikation ist keiner dabei, der das mithören oder mitschreiben kann. Auch bei der Post, gut, die kann zwar vielleicht geöffnet werden, aber du musst keinen Absender draufschreiben. Also das Internet bietet wichtige Möglichkeiten, aber du musst dir halt im Klaren sein als Aktivist in einem solchen Land, dass du dadurch verhaftet werden kannst, wirklich, ne? Und das Internet insofern, wenn es unter Überwachung steht, bringt das Menschen wirklich auch in Gefahr, und das muss ihnen bewusst sein. Wir müssen versuchen, Technologien zu entwickeln, die sowas umgehen, die sowas aushebeln, die diese Überwachbarkeit nicht herstellen. Aber Anbieter, die es versucht haben, BlackBerry und so weiter, sind halt auch ganz schnell dazu gezwungen worden, diese Verschlüsselung und so weiter aufzuheben oder Hintertüren einzubauen. Deswegen, wenn ich sensible Aktivitäten entfalten würde oder revolutionäre Aktivitäten in einem solchen Land, würde ich es nicht benutzen. Also ist aus meiner Sicht nicht wirklich dazu geeignet. Klar, es ist toll, um zu koordinieren, da ist die Demo geplant und so weiter. Aber wenn sich das auf meine Person zurückführen lässt,
würde ich damit rechnen, dass sie das dazu auch nutzen, um mich zu überwachen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Roland Pofalla ist ja in der Bundesregierung für die Koordination der Geheimdienste zuständig. Er hat sich ja zu dem Überwachungsskandal zuerst überhaupt nicht geäußert und dann hat er ja auf einer Pressekonferenz, wo keine Nachfragen erlaubt waren, den denkwürdigen Satz gesagt, ich habe die Versicherung der NSA, dass sie sich immer an die Gesetze gehalten hat. Nun haben wir ja, und das habe ich schriftlich, sagte er, nun haben wir es aber auch schriftlich, dass die NSA den US-Kongress belogen hat. Sie hat behauptet, sie würde keine Inlandsüberwachung durchführen, musste dann zugeben, dass sie das doch macht, hat dann gesagt, das machen wir aber nur unter strenger Kontrolle. Und dann stand irgendwann in der Washington Post, glaube ich, drinne, dass sie tausende von Missbrauchsfällen aufgedeckt haben. Und alles das hat ja der Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt, der sich dann erst nach China und dann nach Russland flüchten musste. Alan Dulles, ein früherer CIA-Chef, sagte mal, im Zweifelsfall würde ich sogar den US-Kongress belügen. Und die NSA macht es ja anscheinend dauernd. Also inwieweit können wir den Geheimdiensten überhaupt noch glauben? Und werden wir insgeheim von den Geheimdiensten regiert? Weil die Regierung können die Geheimdienste ja anscheinend gar nicht mehr kontrollieren. Also wie gesagt, in den USA ist der Bereich nationale Sicherheit Angelegenheiten des Präsidenten. Ich glaube schon, dass der das in seiner Verantwortung und Kontrolle hat. Das heißt, der US-Präsident könnte sehr wohl den Geheimdiensten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Er macht es nur nicht. Er hat das da ausdrücklich... Da möchte ich kurz einhaken. Obama hatte ja versprochen, dass er zum Beispiel diese Folter-Affäre aufklären wollte. Kaum war aber gewählt, hat er dann gesagt, nein, CIA-Leute, ihr habt nichts zu befürchten. Also letztendlich hat er ja dann nach der Wahl des CIA wieder signalisiert, ihr habt nichts von mir zu befürchten. Und letztendlich wurde ja auch niemand wegen dieser CIA-Folter-Affäre angeklagt. Fürchtet da der Präsident vielleicht die Macht des Geheimdienstes? Also wegen einiger Misshandlungen gab es ja durchaus auch Strafverfahren in den USA, in Abu Ghraib zum das Beispiel. Das waren aber alles US-Militärangehörige. Genau, ja, ja. Es stimmt, dass der Präsident gesagt hat, was die Vergangenheit betrifft, muss das Buch jetzt geschlossen werden. Und das ist natürlich falsch, weil solche Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht straflos sein. Gerade wenn sie vom Staat selbst begangen werden. Gibt das übrigens im Terrorismus auch Auftrieb, wenn sowas ungesühnt bleibt. Immerhin haben die USA ihre Richtlinien für Vernehmungen nach Amtsantritt von Obama verschärft. Das heißt, dass bestimmte Vernehmungstechniken, die halt ganz klar Folter sind, nicht mehr angewendet werden dürfen. Auf der anderen Seite sind immer noch Verhörtechniken dabei, die aus Sicht von Völkerrechtsexperten als Folter oder foltergleiche Behandlung einzustufen sind. Zum Beispiel Schlafentzug oder dauerhaftes Licht anlassen, so dass die Leute halt nicht schlafen. Geräuschfolter. Ja, solche Sachen, genau, sind immer noch in Grenzen legal und die als Folter anzusehen sind. Also es hat ein bisschen was verbessert, aber nicht wirklich. Und er hat umgekehrt den sogenannten Drohnenkrieg überhaupt erst eingeleitet. Das heißt, diese Praxis, Personen gezielt zu töten, die mutmaßlich oder angeblich Straftäter sind, Terroristen sein sollen, ohne Rücksicht auch darauf, dass ganz viele andere Menschen dabei sind und mit umkommen. Sogenannte Kollateralschäden. Und ohne Rücksicht darauf, ob die Personen überhaupt schuldig sind. Es gibt nie ein Gerichtsurteil gegen sie. Und im Übrigen, in einem Rechtsstaat ist das kein Verfahren. Wenn Personen Straftäter sind, müssen sie verhaftet werden und dürfen nicht exekutiert werden. Und das geht überhaupt nicht, was die USA machen. Das ist auch gar kein Krieg. Sie berufen sich ja darauf, es sei Krieg und da gelten halt militärische Regeln. Das ist kein Krieg mehr. Sie machen es ja letztendlich auch in Ländern, mit denen sie nicht mal im Krieg sind. So ist das, sie machen es auch in Pakistan. Ja. Im Pakistan. Genau, ja. Kann man zusammenfassend nicht sagen, dass sie festgestellt haben, die Leute in Guantanamo, die werden uns zu teuer, weil die müssen wir dort jetzt ein Leben lang inhaftieren. Dann schießen wir sie lieber mit einer Drohne tot, das kommt uns billiger. Ich fürchte, dass tatsächlich so eine Logik dahinter gesteckt hat. Ja, die Drohnen, das kosten uns keine eigenen Leute, sie sind sehr günstig, sie sind effektive Abschreckung und sind bequem für Obama. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass er diese Strategie des Drohnenkrieges fährt. Es ist zu befürchten, ja, dass das dahinter steckt. Nun hast du ja schon gesagt, dass du eigentlich für eine Abschaffung der Geheimdienste bist. Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, dass man einen Geheimdienst unter demokratischer Kontrolle überhaupt betreiben kann? Na klar. Also
Das Problem mit den Geheimdiensten ist ja ihre geheimdienstlichen Methoden. Das heißt, dass sie eben nicht nur Informationen sammeln aus offenen Quellen, die bekannt sind, oder auch von anderen Nachrichtendiensten entgegennehmen, sondern dass sie selbst Überwachungstechnologien einsetzen, dass sie V-Leute einsetzen, dass sie offensichtlich auch Leitungen anzapfen oder in E-Mail-Accounts eindringen, wie das der BND macht. Das heißt, dass sie geheime Methoden einsetzen, die aber auch keiner rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen und vor allem, die gar nicht an einen Verdacht geknüpft sind. Wenn wirklich Verdacht einer Straftat vorliegt, Terrorismus und so weiter, haben wir ja die Justiz. Und die macht das auch sehr gut bei uns. Und die Geheimdienste haben ja die Besonderheit, dass sie weit im Vorfeld, ohne irgendwie Verdacht einer Straftat oder auch ohne konkrete Gefahr, einfach in bestimmten Kreisen herumspionieren und schnüffeln dürfen. Sprichst du jetzt vom Inlandsgeheimdienst oder vom Auslandsgeheimdienst? Von beiden Geheimdiensten. Beim BND ist ja nochmal die Besonderheit, dass die Regelungen über den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, die im BND-Gesetz stehen, ja nur gelten, wenn die Datenerhebung im Inland erfolgt. Das heißt, in dem BND-Gesetz steht ausdrücklich drin, was der BND im Ausland an Daten erhebt. Das wird überhaupt nicht gesetzlich reguliert und das kann natürlich gar nicht angehen. Das ist mit den Grundrechten krass unvereinbar. Und der Punkt ist einfach, dass Geheimdienste in einem Rechtsstaat keinen Platz haben, weil sie nicht rechtsstaatlich sind. Und ich bin der Überzeugung, dass wir sie nicht brauchen. Okay. Frau Leutheusser-Schnarrenberger, unsere Justizministerin, hat ja angeregt, angesichts des NSA-Skandals, dass man ein völkerrechtliches Abkommen zum Datenschutz ausarbeiten sollte, und zwar basierend auf den UN-Zivilpakt Artikel 17, der die Privatsphäre der Menschen schützt. Wie sinnvoll hältst du diesen Vorschlag? Macht definitiv Sinn, hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir brauchen aber auch genug Druck, um sie dazu zu zwingen, das wirklich zu machen. Das werden sie nämlich nicht freiwillig tun. Und da ist es genau die falsche Strategie, wenn die FDP zum Beispiel sagt, ja, wir brauchen Datenabkommen, aber das Freihandelsabkommen, was die EU gerade aushandelt, darf davon nicht berührt werden. Es gab nämlich einen großen Streit im Europaparlament, ob man die Verhandlungen für das US-Freihandelsabkommen aussetzt wegen des Skandals. Und da haben gerade die Liberalen das verhindert, dass da eine Mehrheit dafür zustande gekommen ist, weil ihnen mal wieder die Wirtschaft wichtiger ist als die Privatsphäre, wie das immer zu beobachten ist bei der FDP. Deswegen bringen alle guten Vorsätze nichts, solange nicht der nötige Druck dahinter steht. Nun haben wir ja schon eine Anti-Folter-Konvention von der UNO. Die USA foltern trotzdem. Wir haben eine Frauenkonvention, die hat Saudi-Arabien sogar ratifiziert. Und wir wissen alle, dass die Frauen in Saudi-Arabien keine Rechte haben. Müsste man nicht eher daran arbeiten, dass wir die vorhandenen Rechte einmal durchsetzen, anstatt dass wir immer wieder neue Abkommen machen, die sowieso nicht eingehalten werden? Tja, also das Problem ist, dass die jetzt bestehenden Abkommen, also klar, Folter und Rechte der Frau sind schon spezielle Abkommen, aber was die Überwachung anbelangt, haben wir bisher halt nur recht allgemein gehaltene Abkommen. So von wegen, es besteht ein Recht auf Privatsphäre und dieses kann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt werden oder so. Ne? Also das hilft uns halt wenig weiter, zumal, wie gesagt, wenn die USA dagegen verstoßen, wir gar nichts dagegen machen können, weil die sich nicht einer Gerichtsbarkeit unterworfen haben. Anders übrigens, und das ist auch eine krasse Versäumnis der Bundesregierung, im Fall Großbritanniens. Großbritannien ist Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention und Deutschland auch. Und Deutschland könnte Großbritannien verklagen wegen des Tempora-Programms, weil das eindeutig gegen das Recht auf Privatsphäre in der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt. Du darfst nämlich nicht wahllos beliebige Bürger abfangen und überwachen, wie es die Briten tun. Das ist klar unverhältnismäßig. Und da, wo die Bundesregierung einen Ansatzpunkt hätte, wo sie Großbritannien verklagen könnte, da tut sie überhaupt nichts. Und das zeigt halt auch wieder, dass diese ganze Empörung Wohlfall ist, dass immer die diplomatischen Beziehungen und die gute Zusammenarbeit wichtiger ist eigentlich letztlich als unsere Menschenrechte. Nun habe ich in der Schule mal gelernt, dass wir hier angeblich in einer freien Welt leben. Wir haben einen demokratischen Rechtsstaat und da gibt es eine Gewaltenteilung. Und die verhindert, dass jemand in einem demokratischen Rechtsstaat seine Macht missbraucht. Müsste denn jetzt die Gewaltenteilung nicht eingreifen und müsste die Judikative von sich aus, sag ich mal, Großbritannien oder auch die Bundesregierung verklagen? Also die Bundesregierung wegen ihrer Nichterfüllung, wegen ihrer Unfähigkeit und Großbritannien wegen dem Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.
Also die Behörde, die von Amts wegen Ermittlungen einleiten kann, ist die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft prüft ja den Sachverhalt gerade, was eben Abfangen von Daten auf deutschem Gebiet angeht. Wir haben ja, wie gesagt, Strafanzeige erstattet und das liegt, so viel ich weiß, im Moment beim Generalbundesanwalt, der prüft, ob da Spionagedelikte in Frage kommen. Die Gerichte, die eben für Menschenrechtsverstöße zuständig sind, die nicht strafbar sind, die werden auf Antrag tätig. Und du bräuchtest, wenn jemand dagegen klagen will, jemanden, der halt in Großbritannien oder vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Klage gegen dieses britische Programm erhebt. In den USA, wie gesagt, hat die Justiz nicht diese Stellung, dass sie wirklich den Anspruch hätte, die Menschenrechte durchzusetzen. Die haben ausdrücklich in dem Urteil von Al-Masri, was ich erwähnt habe, gesagt, es sei nicht Aufgabe der Justiz, die Menschenrechte im Bereich der nationalen Sicherheit durchzusetzen. Und wenn man ein solches Verständnis hat, dann sind die Menschenrechte nur so viel wert, wie sie freiwillig eingehalten werden. Und das ist nicht viel. Nun haben ja Menschenrechtsaktivisten schon von jeher davor gewarnt, dass die Antiterrorgesetze missbraucht werden würden. Wir wissen jetzt aus Großbritannien, dass zum Beispiel Umweltschützer, die am Flughafen demonstriert haben, sind unter den Antiterrorgesetzen verhaftet worden. Wir wissen, dass die Anwältin von Julian Assange, dem Mitbegründer von WikiLeaks, auf die No-Fly-List gekommen ist. Wir wissen, dass mal ein Student eine Studienarbeit über Al-Qaida geschrieben hat und deswegen wegen seiner Recherche im Internet am Flughafen Ärger bekommen hat. Und wir wissen auch, dass David Miranda, der Lebensgefährte von Glenn Greenwald, der ja die Snowden-Geschichte veröffentlicht hat im Guardian, ist unter diesen Terrorgesetzen 9 Stunden am Flughafen festgehalten worden. Und da ging es ja ging in allen diesen Fällen eindeutig nicht um Terroristen. Und da hat ja sozusagen die Staatsmacht das Recht nicht nur gebeugt, sondern gebrochen. Sie hat die Antiterrorgesetze genommen, um Unschuldige als Terroristen verfolgen zu können. Und das ausgerechnet auch noch in dem Land, wo die Pressefreiheit eigentlich erfunden wurde. Also ich meine, das ist doch ein unfassbarer Vorgang eigentlich. Das Problem ist, dass die sogenannten Antiterrorgesetze noch nie auf Terrorismus wirklich beschränkt gewesen sind. Das heißt, wenn du dir die durchliest, nutzen die zwar Terrorismus als Anlass, aber es sind immer auch andere Straftaten mit erfasst davon. Das heißt, du kannst völlig im Einklang mit diesen Gesetzen, die werden nur so genannt Antiterrorgesetze, kannst du die dazu nutzen zu ganz anderen Zwecken. Und das ist ja das Problem, was wir generell auch in Deutschland haben, dass immer solche Straftaten, Terrorismus und so weiter zum Anlass genommen wird, um generelle Verschärfungen durchzudrücken, die schon ganz lange und in anderem Zusammenhang in der Schublade liegen. Auch in Deutschland übrigens hat das Innenministerium schon nach der letzten Bundestagswahl einen Horrorkatalog erarbeitet, unter Wolfgang Schäuble damals noch, wo sie eine ganze Liste seitenlang aufgezählt haben, welche... Sprichst du von den BKA-Gesetzen? Nee. Für die letzten Koalitionsverhandlungen hatte das Innenministerium eine Forderungsliste erstellt, die ist im Internet auch abrufbar, welche Verschärfungen und welche Befugniserweiterungen sie alle wollen. Und das hat mit konkreten Fällen gar nichts zu tun, wird aber dann halt aus der Schublade gezogen, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Und dann nennen die das Antiterrorgesetze. Tatsächlich geht es aber weit darüber hinaus. Und das ist das Problem auch mit diesen britischen Antiterrorgesetzen, dass sie völlig maßlos sind. Davon abgesehen, dass die Briten auch Gesetze gegen antisoziales Verhalten haben, wo man irgendwie vorgehen kann, wenn Leute herumlungern oder irgendwie laut singen oder sowas. Also leider sind in Großbritannien die Menschen- und Bürgerrechte massiv ausgehöhlt worden, gerade unter Tony Blair übrigens, der Freund von Gerhard Schröder, ja auch Sozialdemokrat im eigenen Namen nach. Und die konservative britische Regierung ist damit angetreten, die Bürgerrechte wieder stärken zu wollen. Da muss man ja schon dran sehen, dass da irgendwas total auf dem Kopf steht. Also in Großbritannien hat leider ein schwaches Niveau an Menschenrechtsschutz, weil sie der Sicherheit und Überwachung einen übermäßigen Stellenwert einräumen. Da gibt es ja auch an jeder Ecke Kameras. Ja, man spricht ja eigentlich von einer total überwachten Insel. Bundeskanzlerin Merkel sagte ja angesichts des Überwachungsskandals, dass das Internet ja noch Leuland wäre, was ihr viel Belustigung ausgelöst hat. Im Endeffekt ist ja aber auch für die britische Regierung das Internet noch Neuland, weil die ist ja in den Guardian eingedrungen und hat dort Festplatten und auch ein Notebook zerstört, wobei jedem, der sich mit Computern auskennt, ja klar sein müsste, dass es Backups von diesen Daten gibt und dass es völlig sinnlos ist, diese Sachen zu zerstören. Ist es denn wirklich so, dass das Internet noch so neues Neuland ist, oder sind die Regierungen einfach zu skrupellos, dass sie
so vorgehen und die Pressefreiheit so krass missachten. Also vielleicht ein Wort zu Großbritannien noch von der vorigen Frage, weil die so eine Überwachungstechnologie auch anwenden und meinen, dadurch sicherer zu sein. Dort ist die Kriminalitätsrate deutlich höher als in Deutschland. Also es stimmt überhaupt nicht, dass die entsprechenden Staaten sicherer wären, die auf totale Überwachung setzen, als wie in Deutschland, genauso in den USA. Im Endeffekt, wenn man genauer hinguckt, hat man auch mehr Anhaltspunkte zu ermitteln, ne? Kommt es vielleicht daher? Nee, und zwar diese Studien, die ich meine, die beziehen sich nicht auf die offiziellen Statistiken, sondern auf Opferbefragungen. Das heißt, es wird repräsentativ Menschen befragt, sind sie im vergangenen ein, zwei Jahren Opfer von Gewaltdelikt gewesen. Und auf die Art und Weise bekommst du eine Statistik über alle Delikte, auch die, die nicht angezeigt werden. Und diese Umfragen zeigen, dass Deutschland sicherer ist als Großbritannien und auch die USA, das unabhängig von den Ermittlungsverfahren. Stand gefühlte Sicherheit, ne, der in dieser Umfrage herauskommt. Nicht wirklich, weil du fragst ja die Personen, ob sie in den letzten ein, zwei Jahren von einem Gewalttat selbst betroffen waren. Okay. Ne? Und dann sagen sie ja oder nein. Und das führt zu dem Ergebnis, dass wir in Deutschland halt eines der sichersten Länder der Welt sind, obwohl wir vergleichsweise, da muss man leider sagen, weniger auf Überwachung und Kontrolle setzen. So, jetzt hattest du eine Frage gestellt. Zur Zerstörung der Festplatte im Guardian. Genau, da hat die englische Regierung die Pressefreiheit missachtet und das eigentlich völlig unnötig, weil ja klar ist, dass es Backups von diesen Festplatten gibt. Ja, also es ist so, diese Dokumente, die stehen natürlich unter Geheimschutz und dürfen von Mitgliedern der Regierung auch nicht rausgegeben werden, aber wenn die Presse sie hat, auf welche Art und Weise auch immer, dann muss die Pressefreiheit überwiegen, weil es ein öffentliches Interesse daran gibt, solche Menschenrechtsverletzungen zu erfahren. Und es ist ja auch nicht so, dass die Presse irgendwie hier operativ Informationen, die irgendwelche Leute gefährden würden, rausgibt, sondern die prüfen das ja sehr sorgfältig und machen ja selbst eine Auswahl, was sie veröffentlichen können. Und wenn es um solche Überwachungsprogramme geht, dann finde ich, darf das überhaupt nicht geheim sein von vornherein. Und selbst wenn es Gesetze gibt in Großbritannien, die sagen, das ist geheim, dann darf die Presse jedenfalls nicht daran gehindert werden, darüber zu berichten, weil das öffentliche Interesse an solchen Missständen das demokratische Interesse überwiegt. Jetzt ist das Problem, dass der Chefredakteur des Guardian, als von ihm gefordert wurde, diese Datenträger zu vernichten, oder man würde quasi rechtliche Mittel ergreifen, halt die Befürchtung hatte, wenn er es drauf ankommen lässt, kann es sein, dass sie ihm die ganze Redaktion dicht machen und durchsuchen. Und das wollte er nicht riskieren, deswegen hat er diesen Datenträger vernichtet. Das Problem ist, dass jetzt halt überhaupt nie entschieden wird von den zuständigen Gerichten, dass das rechtswidrig war. Das heißt, wenn er sich geweigert hätte, hätte es natürlich die Chance gegeben, das klären zu lassen, so geht's nicht. Und dann wäre auch beim nächsten Mal klar gewesen, dass sie das so nicht machen dürfen. Jetzt, wo er sich freiwillig gebeugt hat, wird das von der Justiz nicht geklärt werden, können dies beim nächsten Mal wieder so vorgehen und dürfen die noch in den USA recherchieren in diesen Dokumenten und können die das in London gar nicht mehr bearbeiten. Also ich hätte es vielleicht nicht so entschieden, ich wäre vielleicht das Risiko eingegangen. Und jetzt muss halt parlamentarisch die Konsequenzen gezogen werden. Das muss ein Nachspiel haben. Das geht nicht, dass man überhaupt erstmal sowas fordert, von der Presse Informationen zu vernichten. Geht überhaupt nicht. Nun hat sich ja Bundeskanzlerin Merkel auch die Bundesregierung hat sich zu dem Fall geäußert in Großbritannien, hat gesagt, sowas wäre in Deutschland undenkbar. Und fallen mir aber gleich drei Sachen ein, wo in Deutschland auch die Pressefreiheit krass missachtet wurde. Also der krasseste Fall war vielleicht die Spiegel-Affäre, wobei dort ja die verantwortlichen Redakteure verhaftet worden sind und das ganze Verlagsgebäude geschlossen wurde. Also genau der Fall, den du gerade geschildert hast, der passieren kann. Dann gab es einmal die Cicero-Affäre. Dort hat man versucht, einen BKA-Spitzel ausfindig zu machen, hat auch die Redakteure verhaftet und Redaktionsräume durchsucht. Und dann gab es einmal die Durchsuchung eines Hamburger Radiosenders von der Polizei. In allen drei Fällen hat das Verfassungsgericht später gesagt, das war unzulässig, die Pressefreiheit hätte nicht gebrochen werden dürfen. Aber es gab keine ernsthaften Konsequenzen. Ist das nicht eine Einladung an die Staatsgewalt zum straffreien Hochverrat, wenn es keine Bestrafung gibt, wenn es keine Konsequenzen hat, wenn man die Pressefreiheit bricht? Also zunächst mal stimmt die Aussage von Frau Merkel, dass es bei uns undenkbar wäre, insofern nur deswegen,
weil die Bundesregierung oder die zuständigen Behörden das schon mehrfach gemacht haben, wie du schon gesagt hast, und jedes Mal die Gerichte gesagt haben, das ist unzulässig. Und es ist nur heute deswegen undenkbar, weil es eben in der Vergangenheit mehrfach ganz klar gesagt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, dass man das nicht darf. Und deswegen wäre es heute undenkbar. Aber in anderen Ländern, wo es diese Gerichtsurteile halt nicht gibt und vielleicht auch keinen starken Grundrechtsschutz und kein starkes Bundesverfassungsgericht, ist es offensichtlich denkbar, wie man sieht in Großbritannien. Es ist in der Tat ein generelles Problem, dass Grundrechtsverletzungen keine Konsequenzen haben, dass teilweise Überwachungsgesetze verabschiedet werden, wo man bewusst in Kauf nimmt, gegen die Verfassung und gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu verstoßen, mit dem Argument, erstens mal gilt das Gesetz ja 2-3 Jahre lang, bis das Bundesverfassungsgericht darüber urteilt. Und zweitens, wir wollen die Rechtsprechung schleifen. Das heißt, durch immer wieder neue Gesetze versuchen, die Rechtsprechung aufzuweichen, den Schutz unserer Grundrechte aufzuweichen. Leider gelingt es auch, weil das Bundesverfassungsgericht ja gerne so Ja-Aber-Entscheidungen macht. Ja, also es geht aber nicht so. Und wenn man das immer weiter macht, dann kommt man halt immer weiteren Raum von das Verfassungsgericht sozusagen Mürbe. Mürbe, das ist die Taktik, genau. Und die Forderung ist deswegen auch, dass Grundrechtsverletzungen Konsequenzen haben müssen. Und da stelle ich mir insbesondere vor, dass das Bundesverfassungsgericht das Recht erhalten soll, eine Entschädigung zuzusprechen. Allen Betroffenen von einem Überwachungsgesetz. Und wenn es ein Gesetz war, was alle Bürger betroffen hat, müssen alle eine Entschädigung bekommen. Zahlt ja dann die Bundesregierung. Wie merkt denn der Polizeibeamte, der Staatsanwalt, der Richter, der den Durchsuchungsbefehl für das Presseorgan ausgestellt hat, wie merkt der denn, dass er was falsch gemacht hat? Also es ist so, dass wenn du vorsätzlich falsch gehandelt hast, dann haftest du auch als Beamter für einen Schaden, der entsteht. Nur musst du erstmal eine Entschädigung auszahlen, damit überhaupt mal ein finanzieller Schaden auch da ist, für den Leute haftbar gemacht werden können, verstehst du? Okay. Also das würde schon gehen. Nur meistens werden die Leute halt sagen, gut, wir haben es nicht absichtlich gemacht, wir haben gedacht, das ist in Ordnung und so weiter und so fort. Es ging um die nationale Sicherheit. Ja, das werden dann die Ausreden sein. Aber ich denke, es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn es eine Entschädigung gäbe, wenn die Bundesregierung dafür dann an anderer Stelle kürzen muss oder weniger ausgeben muss. Das hätte schon größere Konsequenzen als jetzt, wo einfach ein Gesetz gekippt wird. Oft wird ja auch eine Übergangsfrist eingeräumt und gesagt, ihr müsst das bis nächstes Jahr neu regeln, dann passiert erstmal gar nichts. Und so kann es nicht gehen, dass sich quasi Verfassungsverstöße noch lohnen. Die USA hat sich ja auch sehr kritisch zu den Vorgängen im Guardian geäußert und das ausgerechnet an dem Tag, wo Bradley Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt wurde. Bradley Manning ist ja der Whistleblower, der an WikiLeaks die Warlocks, also die Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan öffentlich gemacht hat. Edward Snowden hat ja gesagt, mal in einem Interview, dass er zum Guardian gegangen ist, weil die US-amerikanische Presse zu patriotisch ist und zu gleichgeschaltet und nicht kritisch über den Einmarsch in den Irak berichtet hat, wie er es zum Beispiel erwartet hätte. Das zeigt ja, dass die angeblich vierte Gewalt in den USA in einer sehr schlechten Verfassung ist und dass die Regierung zeigt ja dann auch lieber mit dem Finger auf Großbritannien anscheinend, als mal an die eigenen Probleme zu denken in der Sache mit Bradley Manning oder dass die Presse nicht kritisch über die Regierungsarbeit berichtet. Also die vierte Gewalt ist sehr wichtig, weil es halt die einzige nichtstaatliche Gewalt ist. Das heißt, sie ist besonders unabhängig, die Presse. Und ich glaube, heutzutage ist es überholt, nur noch von der Presse zu sprechen, sondern genauso wichtig ist das Internet. Das ist eigentlich auch der Presse eigentlich zuzuordnen aus meiner Sicht, denn jeder, der was im Internet veröffentlicht oder was Journalistisches schreibt, ist eigentlich Presse. So muss man das heutzutage ansehen. Das wird leider noch nicht so anerkannt von allen, aber eigentlich ist das eine Art von Presse, von Veröffentlichung quasi, wenn man was ins Internet stellt. Jetzt ist das Problem erstens mal die Eigentumsverhältnisse. Wenn die Presse halt konzentriert ist in der Hand von ein, zwei Eigentumsketten, die haben vielleicht auch eine bestimmte politische Ausrichtung. In den USA gibt es ja den berüchtigten Fernsehsender Fox, der ja immer sehr rechts berichtet auch. Dann werden die halt ihrer Kontrollfunktion, sage ich mal, in eine Richtung so nachkommen. Ja, man muss also auch dafür sorgen, dass da keine übermäßige Konzentration im Pressemarkt stattfindet, dass es auch kleine Häuser geben kann. In Deutschland ist zum Beispiel bei der Taz ja ein Genossenschaftsmodell gewählt worden, was wirklich eine gute Unabhängigkeit auch sichert. Den, glaube ich, Springer der Haupteigentümer ist. Ist das so? Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, aber trotzdem, die haben festgelegt, dass
jeder Genosse gleiches Stimmrecht hat, egal wie viel du eingelegt hast. Ja, von daher haben die auch kein Übergewicht bei den entsprechenden Besprechungen. Und das ist ganz wichtig, die vierte Gewalt zu stärken. In den USA gibt es durchaus auch kritische Berichterstattung, zum Beispiel die Washington Post hast du schon erwähnt, aber auch die New York Times hat immer mal wieder Geschichten gebracht, die auch kritisch waren. Es stimmt, dass sie so zurückhaltend sind, dass sie selbst eine Art Geheimschutz implementieren, so eine Art Selbstzensur könnte man schon fast bösartig nennen. Deswegen ist es gut, dass auch die internationale Presse darüber berichtet. Und wenn die USA sagen, bei ihnen wäre das undenkbar, so eine Redaktion Vernichtung zu verlangen, ist es natürlich erstmal schön, dass sie die Pressefreiheit schützen. Die ist ja übrigens auch in der Verfassung immerhin geschützt in den USA, ausnahmsweise mal. Aber was die Informanten angeht, wäre es natürlich bei uns auch so, dass wenn ein Beamter Informationen an die Presse weitergibt, die er nicht weitergeben darf, dass es strafbar wäre. Also die Informanten selbst sind nicht vor Strafverfolgung geschützt. Nur darfst du nicht die Presse überwachen, um herauszufinden, wer es war. Das ist illegal. Das ist durch das Cicero-Urteil, genau, Urteil klargestellt, ne? Genau. Aber derjenige, der Manning war ja Angehöriger der Streitkräfte, dürfte diese Informationen natürlich nicht herausgeben und so weiter. Das wäre bei uns schon auch strafbar, nur das Strafmaß ist natürlich völlig irrwitzig. Die USA haben sowieso irre Strafen, teilweise mehr länger als das Leben oder sowas, das ist ja völliger Schwachsinn. Auch im Verhältnis zu anderen Strafen, Körperverletzung und so weiter, ist das völlig unverhältnismäßig. Bei Manning ist es ja besonders krass, weil er ist ja schlimmer bestraft worden als die Leute, die Kriegsverbrechen begangen haben, die er offengelegt hat. Ich glaube, der Hauptverantwortliche in Abu Ghraib hat 10 Jahre bekommen. Irgendein niederer Offizier, weil ja die ganze höhere Offiziere waren, hatten mir angeblich von allem nichts gewusst. Ja. Das waren ja alles nur Einzeltäter in Abu Ghraib. Und was ja auch in dem Prozess mit Manning herauskam, war, dass er vorher die Informationen an die Washington Post und auch an die New York Times geschickt hat. Und erst als die ihn ignoriert haben, hat er das Ganze an WikiLeaks weitergegeben. Also er hatte ja wirklich gar keine andere Möglichkeit, die Welt über die Verbrechen zu informieren, genau, weil die Presse ihn sozusagen im Strich gelassen hat. Und in diesem Zusammenhang muss man das doch eigentlich als Abschreckungsurteil betrachten, weil Obama ja noch im Wahlkampf versprochen hat, die Whistleblower mehr zu schützen. Und trotzdem ist Bradley Manning jetzt so krass verurteilt worden. Also das hat doch eigentlich mit der Verhältnismäßigkeit, also dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in einer Demokratie, hat das doch nichts mehr zu tun. Ja, ich halte es ganz klar für unverhältnismäßig, wäre es auch nach unseren Maßstäben. Es ist in der Tat wichtig, und das wollen wir Piraten ja auch, einen starken Whistleblower-Schutz einzuführen. Weil teilweise kannst du in der Organisation selber gegen einen bestimmten Grundrechtsverstoß halt nichts ausrichten. Wenn da so ein einzelner Beamter halt irgendwas anzeigt, das ist ja nicht ein einzelner Missbrauch oder Verstoß gegen ein Gesetz, sondern das ist ein ganzes Programm, was ausdrücklich abgesegnet war vom US-Präsident und so weiter. Da hätte es also gar keinen Sinn gemacht, wenn er irgendwie innerhalb seiner Behörde versucht hätte, das irgendwie zu behandeln. Das war ja ganz klar angeordnet. Also hätte gar keinen Sinn gemacht, er musste nach außerhalb gehen. Jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, sich zum Beispiel an den Kongress zu wenden, an den US-Kongress, weil der ja zuständig ist, auch für die Aufsicht. Die Medien waren eine andere Möglichkeit. Veröffentlichung ist natürlich schon ein tiefer Eingriff. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als an die Öffentlichkeit zu gehen, dann muss das auch zulässig sein. Wir haben in Deutschland einen sehr schönen Fall, wo es um Missstände in einem Krankenhaus ging in Berlin, wo eine Angestellte gesagt hat, sie sind unterbesetzt, das deswegen Gefahren für die Patienten. Und das hat sie in einer Strafanzeige angezeigt und dann später auch an die Öffentlichkeit gebracht, als sie entlassen wurde deswegen. Und da gibt es ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs dazu, der sagt, wenn interne Klagen nicht weiterführen, dann darfst du auch eine Anzeige bei den zuständigen Stellen erstatten und wenn es nicht anders geht, darfst du auch an die Öffentlichkeit gehen damit. Das heißt, du hast so ein gestuftes Verfahren, aber wenn nichts anderes hilft und wenn ein klarer Rechtsverstoß auch da ist, Menschenrechtsverstoß, dann musst du eine Möglichkeit haben, dagegen was auch sanktionsfrei, straffrei tun zu können. Okay, ich möchte nochmal auf den deutschen Geheimdienst, den BND, zu sprechen kommen. Der ist ja aus der Organisation Gehlen hervorgegangen. Gehlen war ein Wehrmachtsoffizier, der im Bereich Deutsche Heere Ost für die Geheimdienstaufklärung der Roten Armee zuständig war. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatte er
interessantes Wissen für die Amerikaner und ist dann zu den Amerikanern übergelaufen, hat dann die sogenannte Organisation Gehlen gegründet, die dann weiterhin die Rote Armee ausspioniert hat und daraus ist dann später der BND entstanden. Und wir wissen heute, dass noch bis in die 60er Jahre hinein ehemalige Nazi-Netzwerke für die Spionage benutzt worden sind. Nun haben Historiker Teile der Eichmann-Akten freigeklagt und haben das Ganze aufgearbeitet. Aber während dieser Klage hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt, dass ein Teil der Akten geheim bleibt. Und zwar hat sie das damit begründet, dass das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland gefährdet wäre. Jetzt müssen wir ja im Umkehrschluss davon ausgehen, dass der BND so kriminell ist, dass wir selbst nach Jahrzehnten unseren Verbündeten nicht zumuten können, zu erklären, was der BND damals gemacht hat, also wie er die Nazis aus Deutschland rausgeschleust hat und in Südamerika in Sicherheit gebracht hat. Und aus den USA ist ja bekannt, dass sie ihre Geheimdienstoperationen nach 20 Jahren veröffentlichen. Insofern ist doch Deutschland noch viel intransparenter und mutmaßlich krimineller, als was die USA macht, weil wir das auf Ewigkeiten hier geheim halten können und das vom Wort unserer Bundeskanzlerin abhängt, ob jemand in die Akten gucken darf oder nicht. Es stimmt tatsächlich, dass die USA ein stärkeres Informationsfreiheitsrecht haben als wir. Bei uns kann in sehr weitem Umfang aus Sicherheitsgründen Sachen vorenthalten werden, während in den USA sehr viel mehr Sachen veröffentlicht werden, was bei uns undenkbar wäre. Nur man muss natürlich überhaupt erstmal wissen, dass es etwas gibt, um das anzufragen in den USA. Ne? Aber wenn man das weiß, dann bekommt man sehr viel mehr Informationen als bei uns. Und das ist ganz klar eine Gesetzeslücke im Informationsfreiheitsgesetz, auch in den Archivgesetzen. Das Ansehen, das BND im Ausland ist überhaupt kein Grund, die Aufarbeitung dessen Geschichte zu behindern. Deswegen machen wir es ja gerade. Und ich glaube, dass es dem Ansehen des BND viel mehr dient, wenn er sich jetzt ernsthaft mal den Problemen stellt und sagt, wir gucken jetzt mal nach, was da damals falsch gelaufen ist und wir ziehen Konsequenzen daraus. Das dient dem Ansehen viel mehr, als zu versuchen, das unterm Deckel zu halten, weil dann entsteht ja gerade der Eindruck, die wollen das vertuschen, die wollen da keine Konsequenzen draus ziehen. Nun kam ja im Zuge der Aufarbeitung durch Historiker auch heraus, dass während des Kalten Krieges systematisch die ganze Post, die von der DDR in die Bundesrepublik geschickt wurde, unter Missachtung des Grundgesetzes geöffnet und zensiert wurde. Man wollte Propagandamaterial herausfiltern oder auch herausfinden, wenn Spione kontaktiert werden. Das Ganze hat ja letztendlich dazu geführt, dass das sogenannte G10-Gesetz verabschiedet wurde, was eine Änderung des Grundgesetzes zur Folge hatte. Und da möchte ich kurz zitieren aus Artikel 10.2 des Grundgesetzes. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Also es geht um die Post- und Fernmeldegeheimnis. Mhm. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Und dem spricht ja Artikel 101 in unserem Grundgesetz klar entgegen, wo steht, niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Damit stellt doch eigentlich Grundgesetz Artikel 10.2 eine Verfassungsverletzung dar, weil dort ja der Rechtsweg, die Gewaltenteilung, ausgehebelt wird. Wie kann denn so etwas zulässig sein in unserer Verfassung, in einem Grundrecht sozusagen, also sogar? Das Problem ist, dass du im Grundsatz kein verfassungswidriges Verfassungsrecht haben kannst. Das heißt, wenn etwas gegen das Grundgesetz verstößt oder du schreibst es aber ins Grundgesetz selber rein, dann wird das Teil des Grundgesetzes und Grundgesetzänderungen werden normalerweise nicht daraufhin überprüft, ob sie mit dem, was vorher im Grundgesetz stand, im Einklang stehen. Das heißt, das Grundgesetz kann geändert werden. Die einzige Grenze, die es gibt für solche Änderungen, ist eben die Grundprinzipien unseres Staates, die nicht angetastet werden dürfen, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Prinzip des sozialen Staates, des demokratischen Staates und das Prinzip der Menschenwürde, das heißt die Artikel 1 und 20, die sind sozusagen änderungsfest, aber die Grundrechte darf man leider einschränken. Wir haben ja deswegen als Piratenpartei oft gesagt, wir begrüßen das Grundgesetz so, wie es ursprünglich verabschiedet wurde, da war nämlich genau diese Ausnahme für das Post- und Fernmeldegeheimnis noch nicht drin enthalten. Es sind auch weitere Grundrechte ausgehöhlt worden seither, zum Beispiel das Recht auf Vertraulichkeit der Wohnung,
um eine Wohnraumüberwachung ermöglichen zu können. Großer Angriff. Genau. Auch das Grundrecht auf Asyl ist total ausgehöhlt worden, ist kaum noch was übrig davon inzwischen. Und da haben übrigens immer beide großen Volksparteien zugestimmt, teilweise auch die FDP. Da war man sich immer einig, wenn es darum ging, die Grundrechte einzuschränken. Eine der Lehren aus der jüngeren deutschen Geschichte ist ja, dass die Weimarer Verfassung zu schwach war und somit die Machtergreifung von Hitler begünstigt hat. Und deswegen wollte man ja eigentlich ein starkes Grundgesetz mit starken Grundrechten haben. Wenn ich mir das jetzt aber ganz so angucke und deine Erklärung dazu, muss ich doch sagen, sind unsere Grundrechte immer noch viel zu schwach. Also wir ermöglichen ja immer noch den Orwellschen Überwachungsstaat. Also wenn heute irgendwie mit Zweidrittelmehrheit man versuchen würde, ein Ermächtigungsgesetz in das Grundgesetz zu schreiben, das geht nicht, weil das Ganze natürlich dagegen geht. Natürlich wird man keinen Weg zweimal wählen, aber genau. Wer weiß, welchen anderen Weg sie nächstes Mal wählen. Das würde gegen die Grundsätze unseres Staates verstoßen, Gewaltenteilung, Demokratie, Bundesstaat, die Gewaltenteilung haben Sie im Artikel 10 schon ausgehöhlt. Es ist insofern natürlich noch eine Gewaltenteilung, als der BND kontrolliert wird durch das parlamentarische Kontrollgremium. Und das ist ja die zweite Gewalt. Also es ist schon noch eine andere Gewalt. Das Problem ist nur, die Kontrolle ist halt nicht sehr effektiv. Man hat wenig Personal, man bekommt immer nur ein bisschen was mit, man kann aber keine eigenen Ermittlungen vornehmen. Also diese Kontrolle ist nicht sehr effektiv und eigentlich nicht vergleichbar mit einer justiziellen Kontrolle. Gerade aus der jüngeren deutschen Geschichte müsste ja auch klar sein, wie gefährlich unkontrollierbare mächtige Geheimdienste sind. Und gerade in unserer Bundesregierung haben wir ja zwei Kandidaten, die unter der Stasi gelitten haben, die aber trotzdem jetzt nicht aufschreien. Also Bundeskanzlerin Merkel hat sich jeden Stasi-Vergleich mit der NSA verboten. Und unser Bundespräsident Gauck sagte, dass die Aktenberge der Stasi doch nicht mit der Datensammlung der NSA vergleichbar wären, wobei die Datenberge der NSA ausgedruckt würden ein Vielfaches der Akten der Stasi ergeben. Insofern will ich ja sagen, die beiden Personen sind zu alt, die können die Gefahr des Neulands Internet nicht erkennen. Aber sie müssen doch Berater haben, die ihnen Analysen und Wissen zur Verfügung stellen. Wie können sie trotzdem solche Aussagen treffen? Das ist ganz klar die Argumentationsfigur von der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, wenn die Mittel, die die Stasi damals gerne gehabt hätte, heute eingesetzt werden, soll das dadurch gerechtfertigt sein, dass es zu einem guten Zweck passieren soll, Terrorismusbekämpfung oder was auch immer. Und das ist eben der falsche Ansatz, denn wir haben aus der Geschichte gelernt, dass bestimmte Mittel, egal zu welchem Zweck, nicht eingesetzt werden dürfen, weil sie uns eben mehr schaden als nutzen, weil sie unsere Grundsätze, die Würde jedes Menschen verletzen und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden, übrigens auch zu Widerstand führen und entsprechenden Gruppierungen und auch Terrorismus Auftrieb geben. Das, was die USA machen, ist ja kontraproduktiv. Es hat ja dazu geführt, dass die terroristischen Gruppierungen enormen Zulauf bekommen, gerade als entsprechende Fotos um die Welt gegangen sind von Misshandlungen, aber auch hier diese ständigen ungezielten Tötungen sind ja gerade ein Rekrutierungs- und Sammelbecken für terroristische Gruppierungen. Und aus all diesen Gründen darf eben der Zweck nicht die Mittel heiligen. Wir dürfen eben verbrecherische Methoden nicht anwenden, selbst wenn unsere Gegner sie zur Verfügung haben. Denn deswegen sind wir ja gerade keine verbrecherische Organisation, sondern ein demokratischer Rechtsstaat, weil wir bewusst auf solche Mittel verzichten. Sonst wären wir nicht besser als die anderen, als die Gegenseite, sage ich mal so platt, ne? Und deswegen kann der Umstand, dass wir eine Demokratie sind, mit rechtsstaatlichen Methoden und so weiter, es nicht rechtfertigen, unverhältnismäßige und menschenrechtswidrige Überwachungsmethoden einzusetzen, von denen wir nicht wollen, dass sie in anderen Staaten eingesetzt werden. Werden wir denn in Zukunft durch die Geheimdienste nur noch auf unser Gefahrenpotenzial reduziert? Also ähnlich wie bei der Schufa, dass wir alle einen Gefahrenvektor haben und wenn der zu hoch wird, dürfen wir nicht mehr in Flugzeuge einsteigen. Wenn er noch höher wird, werden wir automatisch verhaftet. Weil letztendlich hat
haben die Geheimdienste ja nicht das Personal, alles auszuwerten. Das wird von Algorithmen ausgewertet und die werden halt für jeden von uns einen Gefahrenvektor berechnen. Also genau das ist eigentlich diese Sicherheitslogik, die sich breit macht, dass anstelle eines grundsätzlichen Vertrauens in die Bürgerinnen und Bürger ein grundsätzliches Misstrauen tritt, dass jeder als potenzielles Sicherheitsrisiko angesehen wird und wir deswegen alle überwachen, kontrollieren müssen, um auswerten zu können, wie hoch ist das Risiko, müssen wir da jetzt einschreiten und was tun. Das ist genau das, diese Sicherheitsdenke, die uns eben auf einen Sicherheitsrisikofaktor reduziert. Du hast schon zu Recht genannt, bei diesen Grenzkontrollen, gerade wie die USA das machen, wird das schon so praktiziert. Das heißt, sie ziehen verschiedene Informationen zusammen, auch aus dem Internet übrigens. Manche Personen sind ja schon festgehalten worden, weil sie sich irgendein bestimmtes Buch bestellt hatten. Auf ihrer Amazon-Buchliste stand irgendein US-kritisches Buch. Und du wirst quasi eingestuft nach so einem Ampelsystem. Grün, gelb und rot. Und kannst dann da stundenlang verhört oder auch festgenommen werden. Und genau ein solches System, Einreisesystem, plant jetzt auch die EU. Ist auch in der EU beabsichtigt von der EU-Kommission in den Vorbereitungen, diese sogenannte Fluggastdatenspeicherung. Das ist eine große Kontroverse im Europaparlament. Der Innen- und Rechtsausschuss hat das abgelehnt, den Vorschlag. Daraufhin hat das EU-Parlament, das Plenum, den wieder zurücküberwiesen an den Ausschuss, weil sie es nicht ablehnen wollten. Und das ist eine ganz üble Sache, die ganz ähnlich danach aussieht, wie das bei der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Da waren es nämlich auch die Vorsitzenden der großen, der konservativen und sozialdemokratischen Fraktionen, die irgendeinen Deal gemacht haben und dadurch eine Mehrheit geschaffen haben. Und genauso ist es jetzt hier bei der Fluggastdatenabkommen. Die Fachleute sind sich einig, wir wollen das nicht. Und die Fraktionsvorsitzenden aber, die wieder am großen Rad drehen, wollen das doch irgendwie wieder durchsetzen. Und das ist wirklich ein Test für die Demokratie, ob wir uns wehren können und sagen, diese Methoden, Menschen zu einem Risikofaktor zu machen, die wollen wir bei uns nicht. Und wie siehst du da im Moment die Chancen? Es bleibt spannend. Nächstes Jahr ist ja die Europawahl. Das heißt, wir müssten halt versuchen, das bis dahin zu verhindern, den Beschluss. Und dann muss man halt gucken, wie geht die Wahl aus. Wir können Wahlprüfsteine dazu machen, um zu gucken, dass die Leute auch wirklich dagegen sind. Wir müssen die Abgeordneten sensibilisieren, eine richtige Kampagne führen, was es halt bedeutet, wenn alle unsere Reisebewegungen auf einmal erfasst werden. Das ist ja auch ein Präzedenzfall von einer Bewegungsvorratsdatenspeicherung, sage ich mal. Wenn man damit einsteigt, kommt als nächstes die Schiffsbewegung wird schon teilweise überlegt, die Zugtickets auf einmal und irgendwann natürlich auch die Fahrzeugbewegung wird ja in einigen Staaten schon gemacht. GPS-Kontrolle auch oder zumindest Kennzeichen-Scanning. Großbritannien speichert jahrelang, an welcher Stelle welche Kfz-Kennzeichen gesichtet wurden. Und das ist eine Route, auf die wir uns definitiv nicht begeben wollen, die übrigens auch verfassungswidrig ist, weil das Bundesverfassungsgericht ganz klar zur Vorratsdatenspeicherung, die es ja leider dem Grundsatz nach abgesegnet hat, gesagt hat, das darf nicht zum Anlass genommen werden, um auch in anderen Lebensbereichen Informationen zu sammeln, nur weil sie potenziell nützlich sein könnten. Und gerade deswegen ist die Bundesregierung bei dem Thema zum Glück auch zurückhaltend, und will dieses Abkommen so nicht haben und ich hoffe, dass wir es verhindern können. Nun gibt es ja leider immer noch sehr viele, die sagen, meine Privatsphäre, die ist mir gar nicht so wichtig, ich habe nichts zu verbergen. Ich gehe davon aus, dass die Staatsgewalt mit meinen Daten verantwortungsvoll umgeht und außerdem kann sowieso jeder alles auf meiner Facebook-Seite lesen. Wie kann man denn bei solchen Leuten am besten argumentieren, dass die Privatsphäre etwas Wichtiges ist, etwas ist, was wir bewahren müssen und das auch gerade im Zeitalter von Facebook? Also wenn die Menschen meinen, dass sie selbst nichts zu verbergen haben, sollten sie trotzdem ein Interesse daran haben, diejenigen anderen Menschen zu schützen, die ein legitimes Interesse an Geheimhaltung haben, an Vertraulichkeit. Das betrifft zum Beispiel den Bereich der Beratung, der Beratungsstellen, denn wenn ich nicht mehr anonym und unüberwacht mich beraten lassen kann, wegen bei der AIDS-Beratung oder bei Drogenmissbrauch oder wenn ich ein Problem von Gewalt in der Familie habe. Da sind diese Beratungs- und Therapiemöglichkeiten, diese vertraulichen, absolut essentiell, um Menschenleben zu schützen vor
HIV-Infektion, vor Drogenmissbrauch, vor Gewalt in der Familie, vielleicht auch vor menschlichem sexuellen Missbrauch oder ähnlichem. Wir brauchen zu unserem eigenen Schutz diese vertraulichen Räume und Kanäle. Genauso im Bereich Presseinformanten. Auch wenn ich als Bürger sage, ich hätte nichts zu verbergen, habe ich ein Interesse daran, dass Missstände, die mich betreffen, in diesem Staat ans Licht kommen. Und das setzt voraus, dass vertrauliche Informationen, anonyme Informationen der Presse möglich ist, ohne dass der Staat das überwacht und verhindern kann. Das heißt, auch dadurch habe ich ein Interesse daran, dass diese vertraulichen Räume bestehen, selbst wenn ich sie selbst nicht nutzen will. Ähnlich im Bereich politischer Aktivismus. Wenn Greenpeace irgendeine Aktion plant, die vielleicht illegal ist, weil sie irgendeinen Schornstein besteigen wollen, darf das halt nicht überwacht werden, sonst kommt die Aktion nicht zustande. Und ganz viele Bereiche, wo andere was für uns tun und uns Dienste anbieten, müssen uns am Herzen liegen, selbst wenn wir uns selbst nicht vorstellen können, davon betroffen zu sein. Und im Übrigen ist es natürlich Quatsch, weil jeder von uns jederzeit betroffen werden kann, entweder aufgrund eines falschen Verdachts zum Beispiel. Ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort, komme in eine Funkzellenabfrage rein, auf einmal muss ich mich rechtfertigen, warum bin ich da gewesen? Oder ich bin bei einem Fußballspiel, wo es zu Gewalttätern kommt, zu Gewalttaten kommt und auf einmal nimmt die Polizei alle Personalien auf und dann bin ich in der Datei Gewalttäter Sport drin und kann bestimmte Sachen nicht mehr machen oder nicht mehr anreisen zu Fußballspielen. Das kann jeden von uns betreffen, unschuldig in Verdacht zu geraten, und das ist naiv zu sagen, man hätte nichts zu verbergen und einen könnte das nichts anhaben. Mal ganz davon abgesehen, dass jeder bestimmte Delikte begeht, angefangen von Geschwindigkeitsverstößen, vielleicht aber auch Steuerhinterziehung oder mal irgendein Auto verkauft und nicht sagt, dass es Mängel hat, das wäre Betrug. Also man ist ganz schnell im Bereich der Strafbarkeit auch tatsächlich selbst drin. Und das glaube ich niemandem, dass wenn er behauptet, hätte sich nie was zur Schulde kommen lassen. Das kann nicht sein. Und zu dem letzten Argument mit Facebook, also überhaupt kein Vergleich, denn erstens kann ich entscheiden, ob ich was in Facebook reinstelle oder nicht. Das geht eben bei Prism nicht, da werden alle erfasst und nicht nur die Benutzer eines bestimmten Dienstes. Und zweitens, was denn auf Facebook reingestellt und veröffentlicht wird, das kann ich ja auch selbst entscheiden. Da stelle ich das eine Foto rein, das andere vielleicht nicht. Also ich selbst bin kein Facebook-Nutzer, um das klarzustellen, aber selbst wenn ich einer wäre, hätte ich das jedenfalls im Ausgangspunkt unter Kontrolle, was ich überhaupt mal reinstelle. Und das ist natürlich bei den Überwachungsprogrammen auch nicht der Fall. Die erfassen ja alles und jeden. Und da habe ich eben nicht mehr in Kontrolle, bestimmte private Sachen nicht zu veröffentlichen. Also deswegen ist das extremst naiv zu behaupten, das könnte einen nicht betreffen. Ich finde, dass gerade diese Statistiken dafür sprechen, dass unter übermäßiger Überwachung und Kontrolle man unsicherer tatsächlich lebt. Gerade wenn ein Staat Methoden anwendet wie die USA, würde ich mich extrem unsicher fühlen, schon allein bei der Einreise. Du lässt die Einreiseformalitäten trotzdem über dich ergehen, weil du in die USA reisen möchtest. Also ich meine, werden wir da nicht schon sozusagen gezwungen, den Überwachungsstaat anzuerkennen? Wenn du in die USA willst, ja. Ich würde in die USA nicht einreisen, seitdem ich weiß, was sie machen. Ich war mal in den USA, das war aber bevor diese ganzen Sachen in Kraft waren. Aber hier meine Fingerabdrücke abzugeben und meinen Laptop, den ich dabei habe, durchsuchen zu lassen und mich im stundenlangen Verhör unterziehen zu lassen, das will ich nicht. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es dazu käme, weil ich mich bekanntlich US-kritisch äußere und betätige und entsprechende Klagen anstrenge. Das heißt, ich bin da bestimmt kein gern gesehener Gast. Teilweise war es ja so, dass schon Flugzeuge nicht starten konnten, weil ein Europaabgeordneter an Bord war, der eben auch sich kritisch zu den USA geäußert hat. Teilweise war es so, dass Personen zurückgeschickt wurden auf Flüge in die USA, weil sie ein T-Shirt anhatten, was irgendwie was Kritisches über die USA sagte oder ich bin ein Terrorist oder sowas drauf stand. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Also abstruse Sachen. Wenn man einen Scherz macht, irgendwie, den die nicht witzig finden, können sie einen zurückschicken. Also so geht man einfach nicht um mit Menschen und deswegen habe ich auch keine Lust, da reinzureisen. Und ich glaube, dass es den USA auch schadet. Wenn sie so eine Paranoia haben, wird das zu einem Wirtschaftshemmnis. Da ist auch die Wirtschaft dagegen, gegen diese riesigen Kontrollmechanismen. Es gibt immer mehr wissenschaftliche Studien auch in den USA, die sagen, dass diese ganzen Antiterrormaßnahmen
viel, viel zu wenig bringen, ob es überhaupt nichts bringen, verglichen mit dem Aufwand und dem Geld, was da reingesteckt wird. Das heißt, es ist auch völlig ineffizient, dient überhaupt nicht der Sicherheit, behindert die Wirtschaft und die Freiheit der Menschen, lähmt eine Gesellschaft, wenn die ganze Gesellschaft unter Terrorangst steht, lähmt das eine Gesellschaft und die gesellschaftliche Entwicklung. Und das schadet den USA, bin ich sicher. Ich wollte nochmal auf den Fall Andreas Baum zu sprechen kommen. Andreas Baum sitzt im Berliner Senat für die Piratenpartei und er kam in eine Polizeikontrolle. Und ein Polizist in Zivil hat halt seine Personalien überprüft und hat ihn dann gebeten, sein Handy herauszurücken. Er wollte die Seriennummer des Handys überprüfen, ob das Handy geklaut ist. Andreas Baum übergab ihm das Handy, er ging damit in sein Auto, war dann eine halbe Stunde allein mit dem Handy und hat ihm dann das Handy zurückgegeben. Und dann hat er gesehen in der Historie, dass der Polizeibeamte seine SMS überprüft hat. Daraufhin hat er den Polizeibeamten angezeigt, aber die Staatsanwaltschaft hat die Anzeige eingestellt mit der Begründung, dass seine SMS ja nicht mit einem Passwort geschützt waren. Somit gab es keinen Zugriffsschutz, der überwunden wurde, und der Zivilbeamte hat sich deswegen nicht strafbar gemacht. Wie beurteilst du diesen Fall? Richtig, musst du halt unterscheiden zwischen Strafbarkeit und Dienstvergehen. Strafbarkeit liegt halt nur vor, wenn du Daten ausgespäht hättest, die irgendwie gesichert waren. Das ist halt nicht der Fall, wenn dir jemand ein Blatt Papier gibt und du liest das durch oder ein eingeschaltetes Handy gibt und du guckst da irgendwas nach. Ja, aber wenn ich doch sage, ich überprüfe nur die Seriennummer, dann muss ich doch dem Polizeibeamten auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Genau, das ist eine andere Frage. Selbst wenn es nicht strafbar war, war es natürlich rechtswidrig. Schon vom Ausgangspunkt her kannst du nicht, wenn du jemanden an irgendeiner Kontrollstelle antriffst, sagen, ich will mal gucken, ob dein Handy geklaut ist. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht ohne... Da hätte man sich weigern dürfen. Na klar. Du kannst nicht ohne jeden Anhaltspunkt einfach gucken, ja, vielleicht ist es geklaut. Das geht ja, das ist schon alleine unzulässig. Das hätte doch der Polizeibeamte eigentlich wissen müssen. Hätte er wissen müssen, genau. Und deswegen ist der richtige Weg an der Stelle auch nicht eine Strafanzeige, sondern du kannst eine Dienstaufsichtsbeschwerde machen, dass der Polizeibeamte rechtswidrig gehandelt hat. Das würde ich machen. Und du kannst überlegen, wenn du das willst, dass du vor Gericht feststellen lässt, dass es rechtswidrig war. Das heißt, du erhebst Klage auf Feststellung, dass dieses... erstens mal schon die Kontrolle nach der E-Mail aus meiner Sicht, aber natürlich erst recht irgendwelche SMS auszulesen, dass das krass rechtswidrig war. Das kannst du gerichtlich feststellen lassen. Da musst du einen Antrag stellen und dann ist das einfach rechtlich der richtige Weg und deswegen hat das mit der Strafanzeige an der Stelle nicht weitergeführt. Jetzt gibt es ja die Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 8, und die besagt, dass eigentlich die gesamte Korrespondenz geschützt ist, sozusagen der Privatsphäre unterliegt. Jetzt könnte man ja sagen, dass die SMS war die Korrespondenz von Andreas Baum und in den Europäischen Menschenrechtskonventionen steht nichts davon drin, dass diese Korrespondenz irgendwie geschützt sein muss. Hat der Polizist somit mutmaßlich eine Menschenrechtsverletzung begangen? Ich meine, dass er eine Rechtsverletzung begangen hat, indem er eigentlich eine digitale Durchsuchung vorgenommen hat, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlagen. Er hat nämlich überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür gehabt, dass ihm eine Straftat vorliegen könnte, oder bei den SMS hat er ja überhaupt keinen Grund gegeben, warum man die gelesen hat. Also es war ganz klar eine Rechtsverletzung. Juristisch ist ein bisschen zu unterscheiden, ob du Telekommunikation überwachst, während sie fließt, sage ich mal so, oder ob du eine schon abgespeicherte oder ausgedruckte SMS oder E-Mail liest, dann ist es halt keine TK-Überwachung mehr, sondern eine Durchsuchung und Beschlagnahme. Aber in beiden Fällen muss ein Tatverdacht vorliegen und brauchst du im Regelfall auch für eine Durchsuchung einen richterlichen Beschluss. In dem Moment halt, wo du freiwillig eine Sache übergibst, brauchst du den richterlichen Beschluss nicht, aber es muss natürlich trotzdem ein Tatverdacht vorliegen und das war hier erkennbar nicht der Fall. Deswegen war das rechtswidrig und er kann da entsprechend dagegen vorgehen, dagegen klagen. Okay. Worin unterscheidet sich die Piratenpartei in ihrem Wahlprogramm hinsichtlich Datenschutzfreiheit von den etablierten Parteien? Also welche Gründe gibt es, die Piratenpartei zu wählen bei der kommenden Bundestagswahl? Erstens schon mal in der Glaubwürdigkeit. Egal, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen schreiben, muss man sich überlegen, was sie getan haben in der Vergangenheit. Und ich habe auf meiner Seite daten-speicherung.de mal zusammengestellt, welche Partei wann welchen Überwachungsgesetzen zugestimmt hat. Und da wird es einem richtig schlecht, wie massenhaft auch Parteien wie FDP oder Grüne
zu ihren Regierungszeiten solche Gesetze abwinken und abnicken. Bei den Grünen zum Beispiel das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft, dass man keine anonymen Prepaid-Karten mehr kaufen darf. Die ganze Liste kann man da wirklich nachlesen, was da mitgemacht und zugestimmt worden ist. Bei der FDP jetzt zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode, die haben die anonymen Bezahlkarten im Internet auf einen Maximalwert von 100 Euro beschränkt. Mehr kannst du nicht mehr anonyme Prepaid-Karten kaufen. Die haben die Antiterrorgesetze sogar noch ausgeweitet auf weitere Datentypen, die da gesammelt werden können und im Übrigen auch verlängert. Also egal, was diese Parteien sagen in der Öffentlichkeit und ob sie schöne Justizministerin haben oder nicht, drauf gucken, was sie wirklich gemacht haben. Und da ist bei uns Piraten eben die Besonderheit, dass für uns die Freiheitsrechte und Datenschutz und Menschenrechte ein Kernwert sind und wirklich im Zentrum unserer Politik stehen. Das sieht man übrigens auch an unseren Kandidaten, dass für ganz viele Kandidaten das der Grund ist, warum sie überhaupt in die Politik gegangen sind. Nennen wir als Beispiel Katharina Nokun oder Udo Vetter oder Sebastian Nerz oder Jens Kettenbusch. Für die ist Datenschutz wirklich Kernziel, warum sie in die Politik gehen. Und das ist nicht zu vergleichen mit anderen Parteien. Da haben einfach die Grundrechte einen geringen Stellungswert. Wenn die FDP in eine Koalitionsverhandlung geht, wird sie jederzeit irgendwelche Überwachungsgesetze dealen, wenn sie dafür irgendeine Steuererleichterung oder sowas kriegt, ja. Oder wenn die Grünen in eine Koalitionsverhandlung geht, da geht das denen um Klimaschutz und weiß ich was. Und dann ist das auf einmal nicht mehr wichtig. Die haben auch keinen Innenminister und keinen Justizminister gestellt zur rot-grünen Regierungszeit. Das wäre bei uns völlig anders. Für uns ist das Kernwert. Wir würden nie auch zum Beispiel einer Vorratsdatenspeicherung zustimmen. Und das hat einen völlig anderen Stellenwert bei uns. Und was schließlich die programmatischen Inhalte angeht, ist auch unser Programm nicht zu vergleichen mit dem anderer Parteien. Es gibt keins, was so weitreichend ist. Wir wollen ja ein Moratorium für neue Überwachungsgesetze, das heißt überhaupt keine neuen Einschnitte mehr in Bürgerrechte, das findest du bei keiner anderen Partei. Wir wollen die schon bestehenden Überwachungsgesetze unabhängig evaluieren lassen, das heißt wir wollen eine unabhängige Einrichtung, die solche Überprüfungen vornimmt, wie viele Personen sind davon betroffen, wie viel kostet das, wie viel bringt es wirklich und was können wir abschaffen oder mit anderen Mitteln stattdessen erledigen. Du sprichst jetzt davon, dass häufig Gesetze beschlossen werden, wo man dann sagt, das soll jetzt 5 Jahre gelten, dieses Gesetz, und dann wollen wir das nochmal evaluieren. Ja. Und häufig lässt man das dann unendlich lange weiterlaufen, ohne das jemals zu evaluieren. Genau. Es gibt dann einen Bericht der Bundesregierung, die sagt, die Befugnisse haben sich bewährt und dann wird das verlängert. Also es ist völlig sinnlos, diese Befristung, wenn man nicht gleichzeitig eine unabhängige Überprüfung vornimmt. Oder überhaupt Faktoren festlegt, wie man das dann bewerten kann. Genau. Drittens, wir wollen als einzige Partei ein sogenanntes Freiheitspaket. Das heißt, wir wollen ein ganzes Gesetzespaket machen, wo die Antiterrorgesetze und Überwachungsgesetze der letzten Jahre, wo jetzt schon ganz klar ist, dass sie unverhältnismäßig sind oder nichts gebracht haben oder das Geld an anderer Stelle mehr Sicherheit bringen würde, zum Beispiel beim Personal, wollen wir aufheben mit einem Freiheitspaket. Auch das fordert keine andere Regierung, weil die alle mehr oder weniger selbst mit drin hängen in diesen beschlossenen Gesetzen. Wir wollen Sicherheit schaffen durch soziale Maßnahmen, das heißt, dass man zum Beispiel in Stadtteilen, wo eine besonders hohe Kriminalitätsgefährdung vorliegt, eben auch sich darum kümmert, was sind die Ursachen dafür, kann man sich um die entsprechenden Menschen kümmern, kann man ihnen Perspektiven geben. Das ist ein wichtiger Weg, um mehr Sicherheit zu schaffen. Wir wollen aber auch das Sicherheitsgefühl stärken, denn in Wirklichkeit leben wir ja sicher in Deutschland. Wir haben ja so niedrige Kriminalitätsrate wie überhaupt kaum jemals, wie schon seit Jahren nicht mehr. Und die Menschen haben aber einen ganz anderen Eindruck aus der Zeitung und so weiter. Das heißt, wir wollen aufklären über die objektive Sicherheitslage und wie sicher wir wirklich auch heute schon leben in Deutschland. Wir haben also ein ganzes Sicherheitskapitel und Programm, dass wir eine neue Art der Innenpolitik machen wollen, die nicht auf Überwachung und maßlose Datensammlung und Misstrauen setzt, sondern eben auf gezielte Maßnahmen und Ermittlungen, die auch die entsprechenden Ressourcen dafür hat und wo es eben gilt, die Mittel, die im Moment in Überwachungstechnologien gesteckt werden, und das sind unglaubliche Summen, wenn man sich anguckt, wie viel dafür ausgegeben wird, auch in die Erforschung von Überwachungstechnologien gesteckt wird. Wenn wir die Mittel alle wirklich in soziale Prävention
und in gezielte Ermittlungen und entsprechende Ausstattung stecken würden, dann würde nach meiner festen Überzeugung würden wir sicherer leben, unterm Strich, und freier. Sehr schön gesagt. Jetzt fühlt man sich als normaler Bürger ja angesichts der Skrupellosigkeit, mit der unsere Bundesregierung auf den Überwachungsskandal reagiert, ein bisschen ohnmächtig. Jetzt kann man sicherlich die Wahlprüfbausteine vom AK-Vorrat sich angucken und sicherlich hat man bei der Bundestagswahl die Möglichkeit, seine Stimme einer Partei seines Vertrauens zu geben. Aber was für Möglichkeiten hätte man noch, seinen Protest an die Bundesregierung zu adressieren? Also, wer sich fest engagieren will, kann natürlich sicherlich bei uns Piraten gerne mitmachen oder auch in der Bürgerrechtsbewegung, in Vereinen wie Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung oder Digital Courage oder Chaos Computer Club, die sich gegen Überwachung und für die Freiheitsrechte engagieren, auch in Menschenrechtsvereinen zum Beispiel oder Humanistische Union und was es alles an Organisationen gibt, kann man sich engagieren. Wenn man sich projektbezogen engagieren will, da gibt es Möglichkeiten wie Petitionen oder Demos mit zu organisieren oder Briefe zu schicken oder Protestaktionen sich auszudenken. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich einzuklinken, und Anlaufstellen sind vor allem diese Organisationen gegen Überwachung, die das bündeln. Man sollte auf jeden Fall in Berlin zur Demo Freiheit statt Angst kommen. Eine große Demo für Freiheitsrechte und gegen Überwachungswahn mit tollen Rednern, zum Beispiel Anne Roth, deren Mann selbst von einem Antiterrorverfahren betroffen war und die unter Totalüberwachung stand. Und aber ihr auch Mann tolle war Musik. Unschuldig, muss man noch dazu führen. Also ein Unschuldiger, der unter Antiterrorverdacht geraten ist, weil er zufällig in seiner Doktorarbeit dieselben Vokabeln verwendet hat, die auch eine sogenannte militante Gruppe in ihren Bekennerschreiben verwendet hat. Also meiner Meinung nach ein total abstruser Zusammenhang, der aber gereicht hat, ihn jahrelang zu überwachen. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Rede anzuhören. Ich habe sie schon gehört. Und sie kann wirklich schildern, wie man lebt unter Überwachung. Weil die wussten das ja, dass eine Kamera am Eingang steht und dass das Telefon überwacht wird. Und was das so mit seinem Leben macht. Sie hat Familie, sie hat Kinder. Und sie schildert sehr eindrucksvoll, warum wir in so einer Überwachungsgesellschaft nicht leben wollen und nicht leben dürfen. Deswegen bitte ich auch alle, zu der Demo zu kommen. Alles klar. Werden wir dich dort auch sehen und hören als Redner? Wir haben uns darauf geeinigt, dass bei der Freiheit statt Angst-Demo jetzt auch direkt vor der Bundestagswahl keine Politiker auftreten und reden sollen. Aber Kollegen vom AK-Vorrat werden natürlich auch dabei sein. Alles klar. Vielen Dank für das Interview. Gerne.